du bist. Ja, habe ich ja fast vergessen, hier Rekord zu drücken und so. Denn wir machen heute mal was ganz Besonderes. Der Kuroni. kommentiert nur 3 Minuten danach. Ach, das wird super. Ja. Oh, da kommt er schon. Jawoll. Super, ja. Haben wir gleich mal den Rengar super abgeholt da bei seinem Buff. Da habe ich folgenden Vorschlag für die Zukunft. Wir beide kommentieren irgendwelche Spiele von Abonnenten. Oh ja, das könnte man auch machen, ja. Dann sind wir zumindest zeitgleich und sagen dann, ja, hier, der kauft jetzt das, weil bla. Ja. Ist eigentlich eine super Idee. Der Rengar ist super. Ja, der ist super, das musst du dir angucken. Nein, ich starte jetzt das Spectate. Ja, du musst es nicht wollen. Der Xin, der hat jetzt schon mal... Ach nee, die haben sich geteilt. Ich habe natürlich keinen gekriegt, aber... Also natürlich die Frage, ob ich den überhaupt hier tot kriege, denn... Ohne meinen Smite. Ja, doch. Ach, ich sag dir, das wird super, wenn du das siehst. Also ich bin jetzt bei 10 Sekunden, also ziemlich genau am Anfang. Ja, wird super. Seit unten, ne? Ja. Hm. Guck ich doch mal, verfolge ich doch direkt mal den Rengar, was der so macht. Gucken, ob der neben meinen Red geklaut hat. Das kann natürlich auch passiert sein. Ne, hat er nicht gemacht. Oder er war noch nie da. Das kann natürlich auch sein. Ah, ich hab also versucht, den gegnerischen Golem zu ganken. Hä? Ne, die Echse. Anfang. Ja, die Echse. Was heißt zu ganken? Wir haben es gemacht. Naja, Moment, jetzt guckt der Rengar, guckt, läuft wieder zurück. Wie? Ach, der hat, wo war denn der? In welchem? Hat der vorher in den Busch da mal geguckt in dem? Nee, der steht im anderen Busch. Jetzt geht er zu, jetzt guckt er, jetzt kommt er zu euch, aber kriegt auf den Sack. Ja. Jetzt kommt die Lux von der anderen Seite, aber verschießt sich. Ja, pass mal auf, das kommt noch besser. Denn, wir haben nochmal da gewartet. Der kam nämlich gerade wieder, als wir fertig waren. Oh Mann. Und hat nochmal von uns dreien auf den Sack gekriegt. Ich sehe, er ist jetzt beim Tower in der Base, jetzt geht er aus der Base raus. Ja. Und ihr fangt jetzt gerade den Dings an. Ja, ja, das dauert halt. Moment, das heißt, der ist auf jeden Fall schon da, der muss euch... Wartet da kurz, jetzt habt ihr dann gesmited, jetzt seid ihr genau im Busch, er sieht euch nicht mehr. Und denkt, da mach ich schnell die kleinen Minutes. Jetzt kommt er im Busch, ja, sehr gut. Es war aber echt... Sekunden genau, in dem Moment, wo er wirklich da ist, aus dem Busch rauskommt, ist der letzte von euch in den Busch rein. Er hätte es aber sehen müssen, weil die Dinger haben noch auf uns geschossen, die Kleinen. Ja, das stimmt. Wurde getötet.
Jetzt macht er Golem lieber. Ah, er ist Golem. Sag mal, bei wie viel er fertig ist. Das ist ja super, ganz viel. 3 Minuten genau. Genau 3 Minuten, das ist erst bei genau 8 wieder da. Das ist ja super. Das ist eigentlich auch ein übelster Cheat, ja? Jetzt mal ohne Mist. Das ja, ist schon, nicht, ne? Ich weiß eigentlich gar nicht, ob sie das bedacht haben. Glaube wenn das, nicht. Wenn das plus 3 Minuten sind, deswegen kannst, hast du es ja trotzdem einen Vorteil. Ja, stimmt, weil dadurch, dass die Buffs erst 5 Minuten wiederkommen. Ja. Kannst du das absolut perfekt timen. Oh, der Pitz lässt sich ganz schön abholen von der Luxa. Ja, mal gucken. Sobald ich meinen Ulti dann hab, gucke ich mal, was ich da machen kann. Der Lux ist jetzt auch schon Stufe 6. So, nochmal zurück. Gucken, dass es noch für ein Wort reicht. Reicht natürlich nicht. Ich kann dir sogar sagen, wie lange unten die Wards noch im feindlichen Busch stehen. Aber die halten da eh plus. Na gut, die halten genau 3 Minuten, ne? Ja. Also wenn sie gerade einen aufstellen, ist er gerade weg. Ja. Oh, oh, holt die Echi den? Holt die Echi den? Ach komm, ach fuck. Ach, Fiora, no gangs. Ach, hat die Klappe. Wenn du so ein Noob bist hier. Das erstmal hier sein. Nein, war die schlecht. Oh, war die schlecht, die Sivir. Oh Gott, ist die schlecht. Die hatte nix mehr und geht nochmal vor gegen Eschi. Eschi macht ihren Streufeil und holt sie damit. Der Rengar verreckt fast im Dschungel. Das ist aber ein Rengar. Ja, schon ganz interessant, das mal so zuzusehen. So, gucken wir mal, wie wir den Tower hier wegkriegen. Also mit Fitz kann ich ja auch überhaupt nichts. Der ist ja auch irgendwie komisch, ne? Fuck. Hui, der bei 10 Minuten muss man mich angucken. Ich hab ganz schön Glück. Gebe ich offen zu. Das weiß ja, ist Glück, das war natürlich alles geplant. Aber nee, war Glück. Was macht denn der Rengar? Also ist das Level 4 mittlerweile? Ja, ich glaube, der hat mich ganz schön... Damit der niedrigste Level ist auf der Map. Ah, der hat mich fast eingeholt, muss ich sagen. Ich bin ziemlich schlecht unterwegs im Moment. Oh, die wollen auf Fiora gehen. Oh, der war auch schön. Oh, der gankt gleich den Fisch, glaube ich. Was natürlich völlig irrelevant ist, weil der Fisch immer einfach rausspringen kann. Wer hätte lieber warten sollen, bis er Ulti hat.
Mann, die unten kriegen da ganz schön auf den Sack, muss ich sagen. Geht noch, oder? Hier im Moment steht es 2-2 für beide. Gut, aber jetzt ist er auch schon tot, die Echi, und jetzt. So. Der Ringer ist bei dir im Gange. Aho, wann? 8:50 Uhr. So ein Arsch. Jetzt kommt er von hinten und holt den Fisch. Wahrscheinlich. Naja, der Fisch springt einfach rüber und ist damit weg. Ja, der Fisch ist. Ah, und jetzt kommst du und greifst ihn an. Ich würde ja diesen Fisch auch gerne mal können, aber ich irgendwie. Der mir zu komisch. Oh ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen enttäuscht bei mir auf der Lane, aber. Kann ich mitleben. Hast doch gar keine Lane. So, er macht jetzt wieder den Blue Buff und zwar bei 39. Ah, jetzt bin ich gerade bei 12:30. Das ist ja Zufall. Was will der denn? Wieso denn Beck? Was hat denn der? Hab ich irgendwas nicht gesehen? Ach, wo ich mal bei denen auf der Lehne bin, ey. Dann sterbt doch. Ich, der kriegt kein Wort mehr von mir. Nur am Rumheulen. Lalalala. Aber ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein ziemlich schlechter Jungler, wie man sieht. Ich ganke eigentlich nie. Ja, finde ich gut. Ich ganke immer, wenn es eine Chance gibt. Was abzustauben. Ja, manchmal spielen die Lanes aber auch so schlecht, also pushen so stark, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dagegen zu kommen. Also ich bin jetzt, wo ich immer in Mumie spiele, auch öfter mal im Jungle unterwegs. Teilweise die dann die ganze Zeit am gegnerischen Tower kämpfen. Was willst du da ganken? Gucken, das bringt ja überhaupt nichts. Hier unten, da könnte ich bestimmt mal was machen. Jetzt wäre zum Beispiel so eine Situation, wo ich abstauben könnte, aber. Ja. Ah, jetzt geht gerade der Ränger hoch bei mir. Ja, nee, ich komme gleich hinterher. Genau. Weil der Nasus kommt auch von rechts. Aber das seht ihr ja noch nicht. Jetzt geht er drauf auf den Ränger, jetzt kommt der Nasus. Und der Nasus flecht aber weg. Hat's noch geschafft. Ja. Sieht im Moment eigentlich ganz gut aus. Jetzt so in 3 Minuten gesehen. Ach, ich gehe erstmal ein. Oder ne, doch nur ne. Was hat denn der Nasus so? Wenn ich auf den Nasus gehe, macht er mich bestimmt tot, aber das ist. Probier ich einfach mal. Mehr als. Ah, hier bei mir, bei 12:30 kämpfst du auch gerade gegen Nasus. Lol. Ich muss sagen, der hält ganz schön was auf. Ich habe irgendeine Fehlermeldung gekriegt. Auf Windows habe ich gerade gehört. Ja.